sagen mehr als 1000 Worte. Mit fast nichts kann man leichter jemandem eine Aufmerksamkeit zukommen lassen als mit Blumen. Sie machen Freude, sie trösten, entschuldigen und lassen unser Leben gleich bunter erscheinen. Was vor 80 Jahren als Gemüsehandel von Elfriede und Franz Frick begann, entwickelte sich mit der Zeit zu einem florierenden Blumengeschäft. In zweiter Generation widmet sich nun Günther Frick der Sprache der Blumen in der St. Peterstraße 14 in Bludenz. Als einer von 9 Kindern musste er den Blumenhandel übernehmen. Eine andere Wahl gab es praktisch nicht. Doch er bereut es nicht. Es gibt kaum was Schöneres, als morgens einen Strauß aus frischen Schnittblumen herzuzaubern. Denn obwohl ein großer Teil der Blumen aus Holland kommt, zieht Günther Frick auch eigene Blumen in der Gärtnerei auf. In der Schlichtheit liegt die Kunst, sagt er. Auf die richtige Komposition zwischen dem Wenigen kommt es an. Man nimmt das, was die Natur in den verschiedenen Jahreszeiten zu bieten hat, und lässt der Fantasie freien Lauf. Jetzt im Herbst zum Beispiel kann man wunderbare Gestecke mit Sonnenblumen, Physalis und Rinde kreieren. Insgesamt 11 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt Günther Frick im Hauptgeschäft in der St. Peterstraße und im Shop in der Bludenzer Innenstadt, die sich mit voller Hingabe den Blumen widmen. Kränze, Dekorationen, Hochzeitsfloristik, individuelle Sträuße, Accessoires, auf alle Kundenwünsche wird eingegangen. Und auch recht spontan. Denn man weiß ja nie genau, wann das Leben was bringt. Aber Blumen passen immer. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir.